In diesem Tutorial sehen wir uns an, wie man eine normale Brille einfärbt und daraus eine Sonnenbrille macht. Aber das Ganze auch mit speziellen Effekten wie einen Farbverlauf oder einer bestimmten Glasfarbe. Im ersten Schritt möchten wir unsere beiden Brillengläser selektieren. Dazu gibt es verschiedene Werkzeuge. Bei manchen Brillen geht es ganz einfach, indem man zum Beispiel das Schnellauswahlwerkzeug verwendet und einfach um die Fläche herum zeichnet. Ansonsten könnte man auch mit dem magnetischen Lasso arbeiten oder, wenn man es ganz genau haben will, mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Nachdem wir unsere Selektion haben, können wir uns eine neue Ebene hier bei dem Plus erstellen. Selektion ist noch ausgewählt, wir wählen die neue Ebene und erstellen eine neue Ebenenmaske. Wenn wir jetzt das Bild ausblenden und die leere Fläche wählen, wichtig nicht die Maske, sondern die Fläche, können wir diese mit dem Füllwerkzeug und der Farbe Schwarz einfach einmal schwarz füllen. Wir sehen, es werden nur die beiden Selektionen ausgewählt. Jetzt das Hintergrundbild wieder einblende, dann sehe ich, dass die Brille komplett schwarz ist. Das würde noch nicht gut zu einer Sonnenbrille passen. Deswegen wähle ich wieder die Ebene 1 hier und kann die Deckkraft herunterdrehen, damit ich so die Sonnenbrille habe. Noch besser sieht das Ganze aber aus, wenn ich einen Farbverlauf habe. Deswegen dupliziere ich mir diese Ebene wieder, blende die untere aus und drehe bei dieser die Deckkraft wieder auf 100%. Jetzt möchte ich wieder die Fläche selbst auswählen und nicht eine einfache Farbe nehmen, sondern einen Verlauf. Hier schwarz auf durchsichtig. Gehe jetzt einfach auf diese Ebene einfach mal runter. Jetzt ziehe ich hier den Farbverlauf. Und damit das Ganze wie eine Sonnenbrille wirkt, kann ich auch noch den Blendmodus umstellen. Von normal auf multipliziert. Schon habe ich einen sehr schönen Sonnenbrille mit einem leichten Farbverlauf. Wir können auch eine färbige Brille erstellen. Dazu dupliziere ich mir wieder die Ebene, blende sie aus und nehme jetzt bei dem Füllwerkzeug, kann ich umstellen, zum Beispiel nehme ich hier bei den Orangetönen das Gelb zu rötlich und ziehe einfach mal herunter und schon kann ich die Brille dementsprechend anpassen. Neben Multiplizieren kann man hier durchaus mal durchprobieren. Hier würde zum Beispiel weiches Licht auch einen sehr schönen Effekt ergeben. Als Übungsbeispiel sind gleich zwei Brillen verlinkt. Wir können die einmal hier zum Beispiel in Rot einfärben oder daraus wieder Sonnenbrillen mit dem schwarzen Farbverlauf machen. Aber es ist auch möglich, dass man eine Brille rot hat und eine mit Sonnenbrillen. Wenn ich beide hier auswähle, ist das natürlich nicht der Fall. Hier kann ich mir helfen, indem ich in der Sonnenbrille-Ebene einfach mit schwarzer Farbe über diesen Bereich male. Dann wird nur die rote angezeigt. Und damit es bei der Sonnenbrille keine Überdeckung mit der unteren gibt, kann ich hier wirklich die Farbfläche verwenden und zum Beispiel mit dem Radiergummi über diese Fläche malen, dann habe ich nur den Effekt der Sonnenbrille. Falls das Tutorial für dich hilfreich war, würde ich mich um ein Like freuen. In der Playlist findet man noch weitere dieser Übungen und hier kommen auch jeden Mittwoch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, wenn du keinen davon versäumen willst, kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.